große Liebe finden und das vor Millionen von Fernsehzusehern? Kuppelshows erleben einen wahren Boom in unserer Gesellschaft. Zum Finale der Saison war eine ganz besondere Expertenrunde beim Dienstag in der Zentrale der Steirischen Volkspartei geladen, um diesem Phänomen einmal genauer auf den Grund zu gehen. Ich glaube, das ist so eine Mischung zwischen Unterhaltung, zwischen modernem Märchen, dass man so, man wird ja so ein bisschen als Traumprinz dargestellt, der ich ja nicht bin, aber in der Sendung so wird das so ein bisschen suggeriert. Ich glaube, das ist es, dass Leute vielleicht so unterhalten werden wollen und sehen wollen, wie stellen sich andere Menschen an, weil es ist ja auch eine sehr intime Sache, so Dating, Flirten und so. Glaube ich, so ein Mix aus allem. Ich glaube, es ist ein Multiplikator aus vielen einzelnen Faktoren. Das eine ist Authentizität, das andere ist Projektionsfläche, Liebe, das dritte ist das Umfeld, Land und Liebe in meinem Fall oder Südafrika im Fall von Bachelor. Ich glaube, das ist so ein Zusammenspiel aus mehreren Faktoren. Für den charmanten Juristen und diesjährigen Bachelor des deutschen Privatsenders RTL war die Entscheidung für die Teilnahme daran leicht. Es stand die Herausforderung im Vordergrund. Ich bin seit ca. 2,5 Jahren Single, hatte erstmal meine Zeit, wie jeder die braucht. Und ich war jetzt nicht so wahnsinnig auf der Suche, aber ich dachte mir, wenn jemand wieder Neues in dein Leben trifft, das ist wie so ein i-Tüpfelchen. Also ich gehöre eigentlich nicht zu den unglücklichen Singles. Aber ich habe gedacht, wer weiß, vielleicht lernst du jemanden im Fernsehen kennen. Immerhin müssen diese 20 Frauen genauso mutig, verrückt sein wie du, damit sie da mitmachen. Und das ist schon mal eine Sache, die verbindet dann. Den perfekten Partner zu finden, ist wohl das Grundbedürfnis der Menschen. Gerade bei Kuppelshows im Fernsehen wird die Darstellung der Realität jedoch oftmals auch in Frage gestellt. Gefühle kann man nicht inszenieren und die Kandidaten sind nicht so etwas zu bewegen, was sie nicht machen wollen, und das ist auch gar nicht in unserem Sinne. Was natürlich zu einem gewissen Teil, und da kann man es auch falsch verstehen, gesteuert ist, ist einfach der Tagesablauf. Man muss einfach bei einem Dreh eine gewisse Struktur hineinbringen, sonst zerfällt das Ganze. Man kann nicht nur die Kamera draufhalten und sagen, jetzt redet's los, sondern man muss sagen, okay, wir drehen im Restaurant, wir drehen am Feld, aber Emotionen, die sind echt. Liebe findet man überall. Als Kuppelqueen der ATV-Serie Bauersuchtfrau kann Katrin Lampe auf eine erfolgreiche Quote zurückblicken. Ich weiß es sogar ganz genau, es gibt 13 Verlobungen, 6 Hochzeiten und 8 Babys. Und auch wenn Jan Galitschka seine Herzensdame noch nicht gefunden hat, die Suche geht weiter. Also ich will kein Mitleid erregen oder so, aber es ist natürlich verdammt schwierig, jetzt auf neutralem Boden jemanden kennenzulernen. Wobei, ich habe meine Kids, ich kümmere mich sehr viel um die, ich habe meine Jobs und ich bin jetzt nicht händeringend auf der Suche. Und deswegen habe ich jetzt meine Erfahrung eigentlich mehr mit Frauen in dem Sinne, dass sie dann ankommen und Bilder haben wollen und Autogramme und von 13 bis 60 oder so. Und viele macht man einfach nur glücklich damit und das ist echt eine schöne Sache. Ich würde nicht sagen, dass ich dabei sein möchte. Aber es war heute interessant, durch die Straßen von Graz mit dem Bachelor, mit dem aktuellen, zu spazieren, weil das, was man dort erlebt hat, erlebt man sonst als Politiker kaum, nämlich positive Resonanz. Man kann gespannt sein, welche Themen der Dienstag in der nächsten Herbstsaison zu bieten hat.